So, damit begrüße ich euch zu dem Stream am Abend. Falls ihr euch wundert, warum wir heute King of Retail spielen, es handelt sich nicht um einen Fehler des Titels oder des Spiels, sondern wir spielen heute tatsächlich King of Retail, auch wenn ich heute eigentlich angekündigt habe, ein neues Projekt anzufangen. Das fangen wir am Samstag an. Und zwar ist der Grund auch relativ einfach wie auch simpel. Ich habe einfach schlichtweg vergessen, das Game zu installieren. Und das wird mir jetzt zu viel Zeit rauben. Dann wird mir das Ganze alles ein bisschen zu spät werden. Deswegen tausche ich die Streams sozusagen. Wir fangen dann am Samstag das neue Projekt an. Und spielen dann heute nochmal King of Retail und ja, wie gesagt, das machen wir sozusagen. Wir tauschen das jetzt so, wir flippen das so durch, weil das sozusagen für mich einfacher ist. Jetzt hört ihr es ja schon knistern im Hintergrund. Ich hole mir mal eben meine Notizzettel raus, damit ich mir die Farben nochmal eben einmal notieren kann, die ich für die Läden und so benutze. Da ich da ja sozusagen gewisse Einheitlichkeit haben möchte und dann muss ich das eben einmal notieren. Das mache ich jetzt auch einmal hier ruhig in dem Starting Screen. Meine Wandfarbe brauche ich. Dann Herrenmode, Damenmode, Technik und Essen war das, ne? Das notiere ich mir mal eben vernünftig, damit ich hier die Konzeptfarben nachher vernünftig zuordnen kann. Meine Wandfarbe ist. Habe ich die nicht irgendwo hier notiert? Doch, da. 27, 25, 28. Und meine Herrenmodenfarbe ist 6, 57, 7. Das ist keine Null hier, sondern eine. Oh Gott, ich muss das von der vernünftig schreiben bei solchen Zetteln, ne? Das werde ich mir dann auch gleich für das neue Konzept notieren, was wir heute schreiben. Also wundert euch nicht, wenn es hier ab und zu mal knistert, dann mache ich mir Notizen, weil ich kann mir auch immer nicht hundertprozentig merken, wer jetzt welche Beförderung, wer jetzt welche Gehaltserhöhung möchte und so weiter und so fort. Das werde ich hier mit meiner Zettelwirtschaft erledigen. Genug geredet, lasst uns ins Spiel tämmen. Ja, wir laden den Manager natürlich. Wir laden auch unseren Manager. Und wir spielen den Kampagnenmodus fertig. Was heißt fertig? Weiter. Fertig sind wir noch lange nicht. Ja, genau. Und machen sozusagen an der Stelle jetzt weiter. Und am Samstag dann das neue Projekt. Ich weiß leider nicht, in welchem Laden wir jetzt sind. Aber das ist auch relativ wichtig. Erstmal gucken wir uns die Mails an. Offensichtlich habe ich die noch nicht gemacht, sonst wäre ich hoffentlich so schlau gewesen, hätte mir das markiert. Jeremy ist krank. Mia Jung, das ist unser erster Laden, das ist der von Jonas hier. Und du bist auch krank, das gefällt mir natürlich nicht so, aber. Ich kann es nur akzeptieren. Ach doch, er hatte das schon gemacht. Da ist noch ein freier Tag, sehe ich. Den wird sie sich ja nicht einfach so genommen haben, die Gute. Habe ich schon nachbestellt? Das weiß ich auch nicht. Aber wäre blöd, wenn ich nicht nachbestellt hätte. Bestellverlauf, ja, habe ich. 413 Artikel waren das heute. Das ist okay, damit kann ich leben, weil wir haben nicht nur 5000 auf der Uhr. Das ist richtig gut. Ich würde sagen, wir gehen aber trotzdem in den anderen Laden. Oder? Wir gehen erstmal ins Hauptquartier. Und reden da mit dem wunderbaren Rezeptionisten. Was der uns zu sagen hat, ist ja auch nicht ganz unwichtig. Aber Hauptsache, unserem Unternehmen geht es jetzt erstmal so weit gut, dass wir hier bei den beiden Läden erstmal Profit machen, ne?
ein größeres Hauptquartier umziehen, das heißt, ich kann es nicht upgraden. Das heißt, ich würde wahrscheinlich in so eins hier umziehen müssen, ne? Was ist das hier? Das kostet 26.000. Boah, das ist aber teuer. Was ist das hier für eins? 10 Konzepte? Ne, so viel über. Warum? Was soll ich mit 10, was soll ich denn mit 10 Konzepten? 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ja, wir können mal in unserem Hauptquartier nachher gucken, was das heißt. Vielleicht machen wir auch mehr Konzepte. Ja, wir werden wahrscheinlich das hier umziehen, ne? Das ist, ja. Dann denke ich auch nur sinnvoll mit 6 Läden und 2 Konzepten, ist aber auch schon eine Menge. Wir gehen erstmal in unser Hauptquartier. Und da können wir dann nochmal gucken. Also wenn wir maximal 10 Konzepte haben können, dann muss ich mir, dann überlege ich mir natürlich noch welche. Aber wo brauche ich denn 10 Konzepte? Also wir haben hier 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11 aber, ne? Also ich hätte jetzt mit 4 Hauptkonzepten erstmal, die hätte ich jetzt erstmal benutzt. Und das werden wir auch machen. Wir werden dann ja auf diese hier expandieren und erstmal ein bisschen Geld uns erarbeiten. Wir haben auch 37 Punkte. Ich würde sagen, das machen wir auch dann direkt, ne? Unsere Läden hier vergrößern. Beide übrigens, nicht nur den einen. Und dann erweitern wir erst unser Konzept. Und kaufen, also wir machen glaube ich dann, also entweder, wir haben jetzt, ich habe zwei Möglichkeiten, entweder wir erweitern unser Konzept und machen erstmal mehr Geld und kaufen dann einen Hakuhl und machen dann, ja, das machen wir. Es ist viel sinnvoller, dann erst den neuen Laden zu machen, wenn man vernünftig Geld hat. Und deswegen erweitern wir unser Konzept erstmal um die ja, mittlere Reihe. Das werde ich ja bei allen Konzepten gleich handhaben, dass wir erst die Konzepte vervollständigen um gewisse Punkte und uns dann erst um neue Sachen kümmern. Jetzt habe ich schon wieder so viel geredet. Naja, bitte verlassen. Wir gehen dann mal zu diesem Laden hier. Der braucht nämlich sowieso dringend ein neues Lager und vielleicht kann ich in dem Zuge die Konzepterweiterung besser planen als in dem anderen. Und deshalb beginne ich meinen Arbeitstag hier, weil ich auch glaube, dass der Laden mehr Unterstützung braucht. Weil wenn ich das hier schon sehe, braucht er das definitiv. Ne? Also warten wir mal eben, bis Lieferung da ist. Und dann müsste dieser Laden ja eigentlich auch von selber funktionieren. Also das hier ist ja auch jetzt so ein. Wo ist das Lager? Da ist das Lager. Einmal im Kreis gedreht hier ich mich. Ja, wir fangen hier direkt an auszupacken, weil das natürlich nicht gepasst hat. Wir müssen das Lager hinten noch anpassen. Und dann erarbeiten wir heute im Stream als Ziel das zweite Konzept. Wir müssten ungefähr heute dann, am besten wir würden das Lager verdoppeln. Das wäre richtig gut. Wenn wir das bei beiden Läden hinbekommen, dass sie beide die gleiche Ausstattung haben, das wäre auch wichtig. Also auch für die anderen ist natürlich Lagerplatz sehr wichtig. Bevor wir das neue Konzept machen, möchte ich erstmal die beiden Läden hier zum kompletten Laufen bringen, ne? Komm. Jetzt bin ich nur noch am Auspacken hier. Aber jetzt sind zwei Auffüller da. Und das heißt, ich kann das nicht genug Platz. Ja, komm, abbrechen. Einer von euch kann auspacken. Ich habe da keine Lust drauf. Ja, ihr braucht ganz dringend ein größeres Lager, ne?
teuer ist denn das? 3.250, ey. Er braucht das aber, ne? Erstmal kümmere ich mich jetzt um den Boden. Und um die Wände. Schließlich hat auch dieser Laden vernünftige Wände verdient. Und irgendwie. Man sieht es, es ist sehr voll hier schon alles. Ich werde jetzt wahrscheinlich erstmal im Zuge einer Lagererweiterung hier diesem Laden hier die nötige Ausrüstung kaufen, weil es bringt ja nichts, wenn wir hier einen Top-Laden haben, der aber einfach nicht funktionieren kann, weil das Lager zu klein ist. Da müssen wir einfach auch mal Geld in die Hand nehmen, ne? Bringt ja sonst nichts. Kann ich das drehen? Das wäre super, wenn ich das drehen könnte. Das probiere ich jetzt, deswegen warte ich jetzt, bis der feine Herr hier fertig ist. Ne, Nils, du bist gleich fertig. Ja, willst du das nicht auch noch auspacken? Okay, das macht der Ole. So, kann ich das drehen? Ja, guck mal, wenn das nämlich hier so hinpasst, dann ist das zweite gleich viel schöner. Das kaufen wir aber erst am nächsten Tag. Die Landerweiterung dauert dadurch jetzt zwar dann ein bisschen länger. Direkt. Ich muss aber ja meine Mitarbeiter noch bezahlen, ne? Und dann gehen wir hier in eine Rabattaktion. Dann ist der morgige Tag hier Explosion. Dann haben wir auf jeden Fall genug Kohle. Lilly, du darfst nach Hause gehen. Sparen wir ein bisschen Lohnkosten heute noch. Diese Kasse mache ich. Und mich. Ja, und irgendwie sind diese Kassen so weit an der Ecke, aber das werde ich bei dem anderen Laden auch machen müssen. Das ist halt Pech. Also wer hier halt dann sozusagen steht, hat halt sozusagen Pech gehabt. Die Pechkasse. Die werden wir im Zuge der Konzepterweiterung natürlich auch erweitern müssen. Genau wie die Mitarbeiter, ne? Also da müssen wir natürlich auch mehr einstellen. Ist ja, denke ich, auch ganz klar, ne? Jetzt geht's ab hier. Dann buche ich, glaube ich, doch nochmal auch Geld von Jonas hier hin. Beziehungsweise vielleicht auch einfach nur vom Konzern. Dann hätte der Laden von Jonas erstmal noch einen Puffer. Und ich kann hier die größere Lagereinheit kaufen. Und dann kann ich nämlich im nächsten Tag dann direkt alles bestellen. Beziehungsweise anfangen, jetzt den Laden dann größer zu bauen. Leute, es tut mir leid hier. Es ist unglaublich, immer schon wieder so viel arbeiten, ne? Aber dafür arbeite ich auch in einem tollen Laden. Also vielleicht tollen Laden für euch. Vielleicht finde ich den auch ganz furchtbar. Ich hoffe ja nicht. Es ist schon 16 Uhr und ich habe immer noch nur einen Kassier, aber ich habe den einen nach Hause geschickt. Ja gut, das war vielleicht ein bisschen voreilig. Boah, 10.000 trotz dessen, dass ich 2.000 ausgegeben habe. Krass. Ja, wahrscheinlich, weil ich, weil die Auffüller besser arbeiten können, ne? Ja. Dann machen wir hier kurz einen Prozess. Ihr müsst einfach ohne mich auskommen. Ich kaufe hier direkt die zweite Lagereinheit. Was soll ich denn damit noch warten? Ist ja, wenn der Laden so gut läuft, absoluter Quatsch, damit zu warten.
Liefereinheit, nicht Lagereinheit. Lagereinheit habe ich ja. Genug. Die platzieren wir auch nahe aneinander. Und dann platzieren wir die Lampe noch vernünftig. Bearbeiten. Dich bewegen. Hier einmal. Und dann kaufen wir auch gleich noch eine. In Schwarz. Platzieren die dort. Dann haben wir hier nämlich auch Licht im Lager. Dann können unsere Artikel auf Hülle auch was sehen, was sie tun. So Leute, ich bin jetzt auch wieder in der Kasse. Das heißt, ihr habt jetzt bis Laden, bis Ende wieder zwei Kassen. Ihr seht, dass ihr eine zweite Kasse auch auf hat, ne? Also bevor sich jetzt einer beschwert oder so, ne? Trotzdem fast 10.000. What the fuck? Ich habe 5.000 ausgegeben. Das wären 15.000 das Dach gewesen hier. Boah, krass. Aber gut. Ich nehme es, ne? Ich will mich nicht beschweren. Gegen genug Geld ist nie was einzuwenden, ne? Hier. Tschüss, ihr alle. Habt gute Arbeit geleistet. Ich danke euch. Komm, ihr könntet auch eigentlich einen Lohn, also ihr hättet eine Lohnerhöhung verdient, alle eigentlich, ne? Aber wollt ihr nicht? Okay, gut, ich dachte jetzt, wo ich es gesagt habe. ja, dann bestellen wir erstmal unsere Verkäufin. Ich erkenne das Problem.